herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test. Ich hoffe diesmal ein Let's Test, was über mehrere Folgen geht und nicht wieder nur über eine. Das war ja jetzt in den letzten zwei Spielen ein bisschen ärgerlich gewesen, dass man so viel nicht spielen konnte, beziehungsweise dass es sich nicht gelohnt hätte, es zu spielen. Tut mir persönlich auch leid. Ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie einen minimalen Eindruck von den ganzen letzten zwei Spielen erfahren können. Wenn ihr das wirklich gut fandet, also die letzten zwei Spiele, könnt ihr euch gerne nochmal holen. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe Preis überall nochmal gesagt, wenn nicht dann beim Spiel danach. Von daher, genau, wie auch immer. Wir sind heute, beziehungsweise ich bin heute beim letzten Test von einem Spiel namens Chains. Was das ist, gucken wir uns da jetzt mal an. Wir haben hier dieselbe Select und wir gucken mal, was wir machen müssen. Clear 100. Ah, okay, ich sehe. Wir müssen durchklicken und verbinden. Mit unserer Maus diese Kugeln loskriegen. Warte mal. Ach, hier unten links steht unsere Zahl, wie viel wir schon geklärt haben. Naja, dann machen wir das mal. Ja. Gucken, ob... Also... Es sieht aus wie so ein Spiel, was man eventuell auch auf dem Handy spielen könnte. Ne, da komme ich nicht hoch an die Ecke. Ich weiß gar nicht, wie viele man machen kann. Also... Gut. Also, man kann nur... drei verbinden. Unter drei geht's nicht und über drei ist egal. Ne, Moment, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Wir kommen auf jeden Fall an den hier drüben nicht dran, weil wir so die Verbindung nicht machen konnten. Naja, machen wir mal weiter. Gucken wir uns mal das erste Level an. Drei brauchen wir noch. You've unlocked the level gate. Would you like to get now? Clear 200 without losing any way. Alles klar. Ah, okay. Jetzt haben wir hier ein anderes Level. Be careful. Do not let the gate drop. Okay. Gate is supported by a counter. Wie auch immer. Auf jeden Fall einem Gegengewicht. Das war jetzt unbeabsichtigt. Okay. New Level Record. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man das Level noch nie gespielt hat. Ja, das sieht hier alles schon ein bisschen schwieriger aus als in dem Level vorher. Was war kurz, was ich zu dem Spiel weiß. Nicht, dass ihr euch denkt, der hat das schon mal gespielt oder irgendwas. Nee. Okay. Jetzt habt ihr kurz den Steam-Chat mit Türke, der gerade bei seiner Freundin ist. Viel Spaß dabei. Ja. Das Spiel ist jetzt... Das ist aber viele. Schon wieder ein neuer Level-Rekord. Irgendwas wollte ich euch jetzt sagen. Ich hab's auch schon wieder vergessen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, das tut mir leid. Hier sind 1000 gelbe Dinger, ey. Thank you.
machen wir es halt so rum. Jetzt haben wir hier 1000 lilane Dinger. Ach so, ja, wegen dem Steam-Chat. Zum Beispiel werdet ihr ja gesehen haben, dass die Auflösung demnach ganz schön niedrig ist. Ja, das ist aber die höchste Auflösung, nicht von dem Spiel an sich. Aber die anderen Auflösungen wären alle 4:3 gewesen. Und da hättet ihr wieder im YouTube-Video schwarze Balken links und rechts. Das muss ja jetzt auch nicht sein, deswegen habe ich jetzt eine niedrigere genommen. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr, wie wenn schwarze Balken sind. Aber naja, gucken wir uns das mal weiter an und spielen einfach mal so das Spiel weiter. So, Level geschafft. Wollen wir das nächste spielen? Können wir machen. Was denn jetzt? Ah, wir müssen jetzt hier Punkte kriegen. Alles klar. Die Große bringt 100 Punkte und die Kleinen 1 Punkt, oder wie? Ja, scheint so. Und da können wir das hier so mega cool verbinden. 1A. Ist natürlich... Try to clear a chain worthy exactly... Ach, wir müssen genau 384 Punkte kriegen. Das heißt, hier 350. Na gut, das schaffen wir jetzt schon mal nicht. Das wären 400, das wären schon mal 480. Da fehlen uns aber immer noch 4 kleine Punkte. Hier kommen wir nicht rüber. Hier haben wir noch eine Idee. Uns dann halt wieder hier. Machen wir die erstmal weg. Gucken wir mal, dass wir noch ein paar grüne kriegen. Sieht auch schon mal nicht schlecht aus. So 350, 80, 85. Scheiße. Wie könnte man das am liebsten machen? Wären wir jetzt wieder bei 9. Boah. Da fehlen uns halt wieder 2 hier. Summe ist wieder 1:4. Oh, ist das... Machen wir jetzt einfach mal die hier alle weg. Dann machen wir das jetzt so. Kommen wir gar nicht hin. Natürlich negativ. 200. Ne, da kommen wir jetzt auch nicht weiter rüber. Wie sieht es denn hier aus? Da kommen wir auch nicht lang. Nee, das funktioniert so auch nicht. Nee, das funktioniert so auch nicht. Machen wir mal die hier weg und gucken mal, was bei rauskommt. Ja, die Lande. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt... aus jeder Kette... Machen wir mal die hier nochmal weg. Ob man aus jeder Kette, die da ist...
384 bilden kann. Ah, jetzt. So, genau. Keep as the stream flowing for 5 minutes. Alles klar. Ich verstehe das gerade nicht. Ach so. Ach so, der darf nicht verstopfen. Ah. Alles klar, ich glaube, das sieht schlecht aus. Machen wir mal hier ein bisschen was weg. Ich glaube, das ist gerade zu viel Technik für mich. Vor allem 5 Minuten. Wer soll denn das schaffen? Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es das Spiel fürs Handy gibt. Aber wenn ja, wäre das sicherlich auch extrem cool da drauf, weil das ein schönes Spiel so für nebenbei ist. Schon relativ anspruchsvoll, muss ich sagen. Wenn ich jetzt weniger rede, Leute. Ich bin mich voll am Konzentrieren. Ich sehe auch gerade gar nicht, wie mein Flow ist. So, das. Ganz rein. Hier die. Das will nicht weitermachen. Dann nehmen wir aber die drei hier. Also, Spielsystem total einfach. Wenn ihr euch fragt, wie ich das die ganze Zeit mache, halt einmal links klicken, die Dinger verbinden, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Nochmal klicken zu bestätigen. Wenn ihr euch verklickt habt, macht ihr einfach rechtsklick. Und da ist das erste verbundene Ding weg. Und ihr könnt nochmal neu verbinden. Ja. Ja. Leute, das ist gerade hektischer als es aussieht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie hektisch das bei euch aussieht. Bei mir, mir kommt es noch ganz schön hektisch vor, was ich hier gerade mache. Jetzt kommt's aber hier, ey.
Kontrollen zu. So. Das ist natürlich schlecht, was hier passiert. You've unlocked the next level crit. Would you like to play it? Erstmal nein. Weil das kommt in der nächsten Folge.